Herzlich willkommen bei Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin von biotechnologie.de. Heute zeigen wir Ihnen, wie Krebsforscher in Zukunft schneller zu Therapien kommen wollen, wie Wissenschaftler eine künstliche Leber entwickelt haben und in unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir den Begriff Genkanone. Aus Fernsehserien wie CSI und Tatort wissen wir ganz genau, wie Kriminalisten bei einem Mordfall nach Spuren suchen. Doch stimmt es wirklich, was wir da sehen? Was im wahren Leben passiert, zeigt eine Ausstellung im Medizinhistorischen Museum in Berlin. Saskia Guddert ist Rechtsmedizinerin an der Berliner Charité. Wie ihre tägliche Arbeit aussieht, zeigt sie in der Ausstellung Vom Tatort ins Labor. Hier kann der Besucher einmal sehr deutlich sehen, welche Arbeit der Rechtsmediziner macht, mit welchen Utensilien er arbeitet und kann darüber hinaus noch sehen, wie Tatorte im Allgemeinen behandelt werden. Es ist zwar ganz interessant, was man da im Fernsehen sieht, aber es entspricht nicht der Realität. Und wir wollten hier einmal zeigen, wie die Realität ist und dass unser Job noch viel cooler ist als das, was man aus dem Fernsehen kennt. Gezeigt wird ein Tatort mit einer Frauenleiche. Der Besucher kann nachvollziehen, wie die Ermittler Spuren suchen. Zudem wird deutlich, wie wichtig biotechnologische Methoden wie der genetische Fingerabdruck sind. Sie wissen, dass jeder Mensch diese Doppelhelix-DNA enthält und dass sie bei jedem Menschen individuell ist. Das heißt, einerseits können Sie Verstorbene über ihre DNA identifizieren, andererseits können Sie natürlich auch Täter anhand ihrer DNA identifizieren und ihrer Tat überführen. Seit Jahrzehnten arbeiten Forscher an neuen Therapien gegen Krebs. Einige Erfolge wurden dabei erzielt, aber noch immer sterben allein in Deutschland jährlich über 200.000 Menschen an der Krankheit. Eine neue nationale Krebsinitiative soll jetzt die deutsche Forschung verbessern. In Heidelberg befindet sich ein sehr renommiertes Institut, das Deutsche Krebsforschungszentrum. Das Zentrum wurde nun vom Bundesforschungsministerium ausgewählt, um das nationale Konsortium für translationale Krebsforschung zu koordinieren. Durch die bundesweite Vernetzung sollen Forschungsergebnisse künftig schneller bei den Patienten ankommen. Dafür gibt es, über 10 Jahre verteilt, 400 Millionen Euro. Kochrezepte. So nennt der Forscher seine Anleitung für wissenschaftliche Methoden. Und diese Kochrezepte werden in Fachzeitschriften veröffentlicht. Mittlerweile sogar online als Videos auf der Internetseite jove.com. So eine Art YouTube für Forscher. Unsere Auslese. Aufgeschrieben sind wissenschaftliche Methoden oft nicht leicht nachzuvollziehen. Doch die Wissenschaft lebt davon, dass Forscher die Ergebnisse von Kollegen wiederholen können. Das Journal of Visualized Experiments, kurz JOVE, will das erleichtern und zeigt Versuche aus den Lebenswissenschaften mit professionellen Videos. Gutachter wählen die Filme aus, komplett anschauen können sich die Videos nur Abonnenten. Technik für den Menschen heißt ein Preis, den die Fraunhofer Gesellschaft alle 2 Jahre vergibt. Dieses Jahr wurden Heike Mertsching und Johanna Schanz mit dem Preis ausgezeichnet. Sie haben eine künstliche Leber entwickelt. Kaninchen sind nicht nur Haustiere. Sehr oft werden Tiere wie diese in der Forschung eingesetzt, um bestimmte Reaktionen zu testen, beispielsweise auf neue Medikamente. Doch viele Wissenschaftler suchen nach Alternativen, so auch das Team um Heike Mertsching am Fraunhofer Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart. Sie haben eine künstliche Leber entwickelt. In der Leber werden fast alle Wirkstoffe abgebaut. Deshalb ist das Organ für Medikamentenentwickler so wichtig. Die Forscherinnen haben einen gewaschenen, sterilisierten Schweinedarm genommen und darin menschliche Blutgefäße gezüchtet. Später werden noch Leberzellen angesiedelt und alles in einen Bioreaktor getan. Angetrieben durch Pumpen fließt hier durch die Blutgefäße eine dem Blut ähnliche Nährflüssigkeit. Nun können die Forscher am Modell untersuchen, was mit einem neuen Medikament in der Leber passiert. In unserer Rubrik Kreidezeit erklären wir Ihnen auch heute wieder einen Begriff aus der Biotechnologie, die Genkanone. Wenn wir Wissenschaftler Genen in Zellen einbringen wollen, haben wir ein Problem. Die Zellmembran, die sie überwinden müssen. Bei Pflanzenzellen ist das Problem sogar noch größer, weil die meist von einer sehr dicken Zellwand umgeben sind. Eine sehr einfache und spektakuläre Methode, um Gene in Pflanzenzellen einzubringen, ist die sogenannte Genkanone. Dabei nimmt man kleine Goldkügelchen und bindet die Gene daran. Und dann nimmt man eine Art Luftgewehr und schießt die Goldkügelchen zusammen mit den Genen mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Zellen. Bei dieser Methode sterben zwar die meisten der Zellen, aber es bleiben einige übrig, aus denen man neue Pflanzen gewinnen kann. Die Genkanone wird überwiegend bei Pflanzen eingesetzt.
Das war's auch schon. Die nächste Ausgabe von Biotechnologie TV erscheint am 17. August. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde dann mal einfach so hier stehen bleiben. Du hast schon mehr als 20 Sekunden. Nein, nein, ich will mehr. Wir können jetzt noch zwei Stunden weitermachen.